Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine selbstschließende Box basteln. Ich habe hier mal zwei Muster, eine große und einmal in Mini. Selbstschließende Box ist, so heißt sie, wenn man sie öffnet, geht sie alleine wieder zu. Wir basteln heute die große. Diese kleine habe ich aus einem Stück Designerpapier gemacht. Da passt so ein kleines Küsschen oder sowas passt da rein. Und hier passt schon ein bisschen was mehr rein. So, wir starten. Wir brauchen gar nicht viel. Wir brauchen ein Stück Farbkarton in 21,6. In der Länge und 15,2 in der Höhe und zwei Stückchen DSP in, wo habe ich stehen, 9,5 mal 9,5. So, wir falzen. Schneide ich Dinge schon mal weg. Und zwar falzen wir die lange Seite bei 10,1 und bei 20,3. So, dass hier die Klebelasche überbleibt. Die kurze Seite falzen wir von beiden Seiten, das lege ich mir rechts wieder an, damit ich hier genug Stütze habe. Also beide Seiten bei 2,5. So. Dann legen wir die Klebelasche, also die schmale hier, legen wir nach rechts. Dann machen wir uns noch zwei Markierungen, und zwar bis zu der Falzlinie hier. Die erste Markierung machen wir uns bei 5. Also wir ziehen quasi noch eine kleine Falz bis zur ersten Falz hier. So. Dann schieben wir das weiter, also wir haben hier jetzt die Markierung gezogen. Dann haben wir hier noch eine und diese zweite, die schieben wir jetzt weiter auf die 5. Die können wir jetzt hier oben ablesen. Und dann machen wir uns noch eine Markierung, wieder bis zur ersten Falz. So. Na, der will nicht weg. So, jetzt nehmen wir uns ein Lineal und ich nehme das Falzbein. Und zwar, nochmal gucken, nicht, dass ich es gleich falsch habe, ziehen wir uns jetzt die Diagonalen, diese, die beiden ziehen wir uns jetzt mit Lineal und Falzbein. So, und zwar ziehen wir die jetzt von der Markierung, die wir gerade gemacht haben, bis hier unten zur Ecke. Also ich setze mein Falzbein hier oben in die Falz, lege mir das Lineal an und ziehe einmal runter. Das gleiche machen wir hier nochmal. Da ziehen wir jetzt wieder von hier nach da runter. So. Das gleiche machen wir in dem ersten, in dem zweiten Rechteck auch. Lege ich wieder in der Mitte bei der Markierung an. Ziehen wir die Diagonale und hier auch noch mal. So, mit Falzen war es das schon. Jetzt schneiden wir. Und zwar
haben wir jetzt hier oben. Also das wird nachher oben von der Box und das ist unten. Als erstes schneiden wir jetzt hier oben die Ecke raus. Das schrägen wir an. Dann schrägen wir das hier schon mal an und schneiden die untere Ecke auch raus. So. Dann schneiden wir uns hier unten die Markierung, die wir gerade gemacht haben, schneiden wir ein. Dann hier von der Langfalz, die wir durchgezogen haben vorhin, die schneiden wir auch ein. So, und das ist nämlich dann gleich unser Boden. Jetzt machen wir das Falzbein nochmal. Jetzt können wir erst alles nachfalzen. Nee, ich habe noch einen Schnitt vergessen. Und zwar hier oben. Das schneiden wir uns auch noch eben ein. Dann haben wir es nämlich gleich leichter beim Falzen. Also wenn wir gleich die Diagonalen falzen. So, alles nachfalzen. Und hier nehme ich schon die erste, die zweite, dann haben wir hier die gerade noch, dann drehe ich das einmal. So, und den Boden müssen wir noch. So, und die Klebelasche. So, jetzt müssen wir uns das DSP noch zuschneiden. Und damit das hier diese Dreiecke ergibt, erstmal messen wir uns das aus. Und zwar lege ich mir das Geodreieck bei 4,7. Also die 0 in die Mitte und dann rechts und links die 4,7. Da machen wir eine kleine Markierung an beiden Stücken. So, jetzt brauchen wir das Schneid- und Falzbrett nochmal. Und jetzt legen wir uns die Markierung und die Ecke ins Schneidbrett ein. So, dass das schön mittig in der Schneid. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. In der Führung, so, in dieser Schneidführung hier unten. So, jetzt haben wir das erste. Jetzt drehen wir das einfach. Jetzt haben wir ja hier oben die Ecke und hier unten, die legen wir uns jetzt auch wieder ein. So. Und wenn ihr jetzt einfach das runterklappt und drauf losschneidet, könnte es sein, dass euch das Messer, das Papier hier unten zusammenquetscht. Deshalb, jetzt muss ich es nochmal neu anlegen, so, schiebe ich das Messer ein Stück rein, schneide erst nach unten, dann nach oben und so haben wir dann die Teile fertig. Das machen wir bei dem anderen genauso. Hier kann ich ganz normal von oben schneiden, weil hier ja noch keine Spitze ist. Na, jetzt verrutscht es nochmal. So, einmal.
Und noch ein zweites Mal. So, dann kann der jetzt weg. Bevor wir das jetzt aufkleben, runde ich mir erst noch an der Schachtel hier oben die Ecken ab. Dafür nehme ich mal eben mein Envelope Punchboard. Einmal, zweimal. Das kann weg. So, jetzt kleben wir uns erst das DSP auf. Schön bis in die Ecken, damit das nicht absteht. Ich lege es mal andersrum. So. Dann hat man es mit dem Kleben etwas einfacher. So. Der Tombo möchte nicht. So. Die anderen drei natürlich auch noch. Mal das Große. Der Tombo möchte heute wirklich nicht. Der hat Hitze frei. So. Jetzt habe ich es natürlich prompt wieder falsch rum in der Hand. Nein, nicht wieder verrutschen. Schön. So, und das letzte Stück noch. So, jetzt können wir die Box auch schon zusammenbauen. Ich klappe das jetzt um, halte das mit meinem Fingernagel fest, dann hole ich mir das rüber. Und schiebe mir das jetzt passend zusammen. Drücke das einmal richtig fest. So, jetzt kommen wir zum Boden. Zwei klappen wir ein. So, auf die anderen beiden machen wir Tombo. Einmal, na. Zweimal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unten gerade sind. So, einmal umdrehen. Öffnen.
drehe ich mir den Tombow mal eben zu und gehe da mit dem Tombow einmal rein, feste drücken. So, und fertig ist die Box. Da ist nochmal das Muster. Mit einem schönen Sprüchlein sieht das dann natürlich noch wieder ein bisschen anders aus. Ich mache jetzt keinen drauf. Ich weiß noch nicht, zu welchem Anlass ich die verschenke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Über ein Abo, Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar freue ich mich natürlich sehr. Und wenn ihr möchtet, dass ich euch diese kleine auch noch zeige, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Dann mache ich da auch noch ein Video drüber. Bis dahin, tschüss!